So, die Bibel sagt in 3. Mose Kapitel 10, Vers 9, du und deine Söhne mit dir soll keinen Wein noch starkes Getränk trinken, wenn ihr in die Hütte des Stifts geht, auf dass ihr nicht sterbet. Das sei ein ewiges Recht allen euren Nachkommen, auf dass ihr könnt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist. Die Bibel ist sehr deutlich, ja, sehr eindeutig, dass die Priester keinen Alkohol trinken durften. Alkohol ist unheilig, unrein, sagt die Bibel. So, wenn die Priester nicht trinken dürfen, dann warum glauben die Menschen, dass okay, Jesus, wenn er der Hohepriester ist, Alkohol getrunken hat? Das macht keinen Sinn. Jesus, natürlich, war heilig, rein. Ich glaube nicht, dass Jesus Alkohol getrunken hat. Ja, und er durfte keinen Alkohol trinken. Ja. Er hätte es auch gar nicht tun können. Gott kann nicht sündigen. Ja. Hätte Jesus Alkohol getrunken, er hätte nicht das ganze Gesetz erfüllt. Richtig. Weil hier steht eindeutig, dass Alkohol, dass das ja berauschendes Getränk, starkes Getränk, das unheilig ist, das unrein ist. Ja. Und warum sollten sie eben die Priester kein starkes Getränk trinken, gerade wenn sie in die Stiftshütte gehen? Damit sie eben das Volk lehren, in Vers 11, und damit ihr die Kinder Israels alle Ordnungen lehrt, die der Herr zu ihnen durch Mose geredet hat. Sie sollten Gerechtigkeit lehren, ja. Wie geht es, wenn man Alkohol trinkt? Mhm. Sie sollten unterscheiden, was ist heilig, was ist unheilig, was ist rein, was ist unrein. Und diese Priester im Alten Testament, die haben natürlich gesündigt, die waren nicht perfekt. Mhm. Aber Jesus ist der Hohepriester, Jesus ist der wahre Hohepriester. Jesus, sagt die Bibel, musste alles erfüllen, was in den Schriften geschrieben steht. Und ja, er hätte gesündigt, hätte er Alkohol getrunken. Er hätte das nicht erfüllt, aber er hat es natürlich erfüllt, logischerweise. Ja. Gerade wenn es ums Abendmahl geht, soll wirklich alkoholischer Wein das perfekte, sündlose, reine Blut Jesu darstellen, das unsere Sünden wegwischt. Mhm. Wenn Alkohol doch unrein ist, unheilig. Ich dachte, Jesus' Blut sei heilig. Mhm. Warum wird in Kirchen dafür Alkohol verwendet, um das zu repräsentieren? Das macht keinen Sinn. Mhm. Und warum sagt die Bibel, dass es eben ungesäuertes Brot sein soll? Ja? Mhm. Warum haben sie ungesäuertes Brot gegessen? Weil der Sauerteig in der Bibel ein Symbol für Sünde ist. Mhm. Kann auch ein Symbol für was Gutes sein, aber meistens ein Symbol für Sünde, weil Sünde immer alles durchsäuert. Sünde färbt auf andere ab. Mhm. Und deswegen sollte es eben ungesäuertes Brot sein. Warum? Weil Jesu Leib sinnlos ist. Mhm. Jesus war perfekt, er ist der perfekte Hohepriester. Er hat für uns sich geopfert und er ist komplett rein. Mhm. Im Gegensatz zu den Priestern, die natürlich gesündigt haben. Und wodurch wird Brot gesäuert? Das ist natürlich durch Hefe, durch Bakterienkulturen. Ja, ja. Und wodurch wird Wein alkoholisch? Mhm. Wodurch wird Traubensaft alkoholisch? Durch dieselben Bakterienkulturen. Ja, ja. Also wie kann man dann behaupten, dass es Alkohol war, was Jesus getrunken hat? Mhm.